Willkommen zurück bei Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video etwas genauer die Grundlagen von Reflection angeschaut und haben gemerkt, dass der Einstiegspunkt für die Reflection die sogenannte Type-Klasse ist. Und die haben wir eben bekommen, indem wir einmal den Type-of-Operator eingesetzt haben oder auf einem beliebigen Objekt getType aufgerufen haben. Genau dann bekommt man eben ein Type-Objekt und über dieses Type-Objekt konnte man sich eben einerseits Infos zu einem Typ holen und andererseits eben zum Beispiel Methodeninfos. Ich habe auch gesagt, man kann sich Feldinfos, Infos zu Eigenschaften oder Events holen. Und über diesen Mechanismus kann man also dynamisch zur Laufzeit feststellen, welche Felder hat denn beispielsweise ein bestimmtes Objekt, mit dem ich gerade arbeite und dessen genauen Typ ich eigentlich gerade nicht kenne. Genau das möchten wir nämlich einsetzen für unsere Klasse ValueObject, die wir hier haben. Hier wollen wir ja, obwohl wir gar nicht wissen, welche Klasse direkt von uns ableitet, eben die Grundfunktionalität eines ValueObjects implementieren, das heißt equals, getHashCode und die Überladung der Operatoren ist gleich und gleich ist gleich. So, bevor wir das aber machen, müssen wir uns noch einer Sache bewusst werden, die wir hier noch nicht wirklich durchdacht haben. Und zwar geht es darum, was bekomme ich denn hier eigentlich für Methoden, wenn ich getMethods aufrufe? Und die Antwort ist die, dass man bei diesem Aufruf ausschließlich die Methoden, die public sind, eines Typs zurückbekommt. Was wir aber eigentlich wollen, ist, im besten Fall eigentlich auf die privaten Felder einer anderen Klasse zugreifen. Denn wir sehen hier beispielsweise bei der Adresse, hier ist eben Straße, Postleitzahl, Ort, das ist private und das ist auch nicht statisch. Also wir wollen eigentlich auf die privaten Instanzfelder einer Klasse in diesem Fall zugreifen. Und da wird man sich am Anfang denken, das ist ja mal gar nicht möglich. Wir haben hier eigentlich diese Felder privat gemacht, um uns an die Datenhoheit bei der Kapselung zu halten. Und dann sage ich Ihnen jetzt, genau das ist sehr wohl möglich. Mit Reflection kann man nämlich Kapselung brechen, wenn man möchte. Wir schauen uns das mal an. Wir nehmen hier, ich schiebe diesen Konsolen-Typ-Darsteller mal in eine eigene Datei. Und wir nehmen diesen Code hier jetzt mal weg. Und holen uns jetzt eben den Farbetyp. Dazu nutze ich einfach den TypeOf-Operator und gebe hier nicht den Generic an wie im vorherigen Beispiel, sondern direkt die Farbe. Oder nehmen wir die Farbe. Ja, wissen wir ja auch noch, da haben wir auch schon drüber geredet. Hier haben wir Rot, Grün, Blau als private Felder und das ist eben die Grundlage für den Vergleich in der Equals-Methode und die Berechnung des Hashcodes. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir hier die Feldinfos haben wollen, dann könnten wir hier mal getFields aufrufen. Und dann könnten wir spaßeshalber auf der Konsole auch mal ausgeben, wie viele Elemente hier jetzt drin sind. Und wenn wir das bis an diese Stelle debuggen, dann sehen wir eben diese Feldinfos sind letztendlich leer. Das ist ein leerer Array, den wir hier haben. Und auf der Konsole sieht man es natürlich auch, dass hier jetzt 0 ausgegeben wurde. Das heißt, obwohl diese Klasse Farbe ja Felder hat, ne, eben Rot, Grün, Blau, wir bekommen sie standardmäßig nicht, weil wir hier eben nur die Felder bekommen würden, die public sind in einer Klasse. Und das ist ja, wenn man dem Paradigma der Kapselung folgt, eher selten der Fall, dass Felder public sind. Man kann das allerdings umgehen und dazu schauen wir uns nochmal kurz
an, was diese GetFields-Methode eigentlich bringt. Und wir sehen hier im Tooltip, es gibt nicht nur die Überladung mit, die keine Parameter entgegennimmt, sondern es gibt auch eine, die sogenannte Binding Flags entgegennimmt. Und was das ist, schauen wir uns mal an. Und gehen direkt mal auf diesen Typ. Binding Flags ist weder eine Klasse, noch ein Interface, noch eine Struktur, sondern eine Enumeration. Das sieht man an diesem Schlüsselwort Enum hier, das bei der Typdefinition angegeben ist. Und Vorsicht, eine Enum, wie wir sie hier sehen, hat überhaupt nichts mit IEnumerable of T und Collections zu tun. Diese Themen haben wir ja vorher schon in anderen Videos besprochen. Eine Enumeration ist eine Auflistung von Konstanten, die thematisch zusammengehören. Und diese Konstanten sehen wir jetzt eben hier innerhalb dieses Scopes der Enumeration. Also wir sehen hier die Konstante Default, die ist auf den Wert 0 gesetzt, Ignore Case ist auf 1, Declared Only auf 2, Instance 4, Static, Public, Non-Public und so weiter. Was das für uns als Nutzer heißt, wir werden Enumerationen noch genauer in einem späteren Video besprechen, aber wir können jetzt, wenn wir eine Variable von Binding Flags beispielsweise erstellen, dann können wir jetzt einen dieser konstanten Werte hier reinstecken, also beispielsweise Non-Public. Dieses Non-Public steht nämlich dafür, dass wir in unserem Fall hier eben Felder haben wollen, die nicht public sind, also private oder protected oder internal. Wenn wir nochmal auf Binding Flags zurückgehen, dann sehen wir auch, dass diese Enumeration, dieser Typ, mit dem sogenannten Flags-Attribut gekennzeichnet ist. Und das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Zumindest den Kommentar, der hier drüber steht. Das sagt nämlich, dass eine Enumeration wie ein Bitfeld genutzt werden kann. Und anders ausgedrückt eben eine Menge an Flags, die eben in einem Integerwert gesetzt wird. Enumerationen sind wirklich intern nichts anderes außer Integerwerte, wie wir auch hier sehen. Hier ist der Default eben 0 zugewiesen. Ignore Case 1, das wäre also die erste Bitstelle, hier die 2, die 4, die 8 und wir sehen eben, wir haben hier eben Potenzen von 2 letztendlich und über diese Potenzen wird jeweils ein anderes Bit in einem 32-Bit-Integer-Feld sozusagen oder Wert gesetzt, wenn man es genau nimmt. Genau, also nochmal, da hier Flex steht, können wir Werte von Binding Flags kombinieren. Also, wir können hier mit dem bitweise Oder-Operator, mit dieser Pipe, auch noch sagen, wir hätten nicht nur gern Non-Public, sondern auch Instance. Das sagt uns jetzt letztendlich, wenn ich diese Binding Flags hier GetFields mit übergebe, dann ist es sozusagen ein Optionswert, den ich hier mitgebe und anhand dieses Optionswerts kann diese Methode auslesen, was sie eigentlich genau machen soll. Und ich sage hier eben nicht, wie bei der Überladung ohne Parameter, bitte gib mir alle Felder, die public sind, sondern ich sage hier explizit, gib mir alle Felder, die nicht public sind und zur Instanz gehören, also letztendlich nicht statisch sind. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das aussieht. Also wir laufen jetzt gleich mal durch diese Feldinfos durch und geben dann auf der Konsole eben von dieser Feldinfo mal den Namen aus und führen dann dieses Programm aus und sehen, aha, jetzt haben wir unsere Felder rot, grün, blau gefunden. Und was wir hier eben bei dieser Suche, bei diesem Typ durchsucht,
eben noch beachten müssen, ist, dass wir über diese Enumeration Binding Flags steuern können, welche Felder denn jetzt eigentlich zurückkommen bei diesem Aufruf. Wichtig war auch noch, dass wir eben hier die Angabe Flags haben. Das heißt, wir können die Werte von dieser Enumeration mit dem bitweise Oder-Operator, den ich hier markiert habe, kombinieren. Und wir erhalten dann eben letztendlich beide Optionen, die wir hier angeben. Wenn eine Enumeration eben nicht dieses Flags-Attribut über sich stehen hat, dann könnten wir immer bloß einen Wert angeben, so wie es jetzt hier skizziert ist. Aber das ist eben der Weg, wie wir für unsere Basisklasse ValueObjectOfT an alle Felder eines Typs kommen. Und ich habe auch im letzten Video schon erwähnt, wir können eben nicht nur uns Infos zu einem Typ holen, also welche Felder, Methoden, Properties und Events hat dieses Typobjekt, dem wir uns da gerade gegenüberstehen, sondern wir können auch sagen, oder wir können diese Mitglieder einer Klasse dynamisch aufrufen. Das heißt, sobald wir die Feldinfo dazu haben, können wir auch setValue aufrufen. Hier übergeben wir das Objekt, auf das dieses Feld gesetzt werden soll. Und dann folgt eben hier in dieser Überladung oben eben der eigentliche Wert, der gesetzt werden soll. Und das schauen wir uns in einem der nächsten Videos an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.